Im Garten. Am Garten, ja. Er sorgt dafür, dass wir nicht verhungern. Oh, hier ist ja schon richtig was passiert. War das ironisch gemeint oder richtig? Nee, das war schon richtig so gemeint. Als er losgegangen ist, war da wesentlich weniger. Holz. Irgendwas. Haben wir irgendwie Lagerkisten oder? Holz liegt vor der Hütte. Also mindestens eine Kiste ist da. Uga soll eigentlich da hinten auf den Säulen, soll da die ganze Erde weg? Nein, da könnten wir die zweite Ding machen. Die zweite Ebene von der Farm oder so? Ja, genau. Ah. Ich hab das so im Singleplayer ausprobiert, hat eigentlich relativ gut ausgesehen. Danke, China, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich fand das Geräusch bloß etwas störend. Ja, das irritiert so, ne? Ich kann so nicht arbeiten. Hm. Wo sind eigentlich meine ganzen Werkzeuge hin? Hier bei mir, in meiner Hosentasche. Ja, da kann ich aber nichts herstellen, wenn ich da mit jedem drauf drücke. So, was jetzt wieder gewatscht, der böse Affe. So. Ja, das, ich habe gehört, von oben nach unten abbauen hilft. Hier da unten wird noch nichts gebaut. Ich baue da einfach woanders hin. So, jetzt klaue ich dem Spatzen mal unter dem Bürzel weg, so die Blöcke. Was passiert? Er fällt runter und fliegt weg. Okay. Da würde ich ihm auch geraten haben, da unten sind fleischfressende Pflanzen. Aber was ist denn hier alles drin? Hm? Ich glaube noch nicht viel. Ich habe da gerade meine ganzen Sachen reingetan, die ich so gesammelt habe. Ah, sehr schön. Jetzt wird der... Habt ihr noch Samen? Nee, ich dürfte keine mehr haben. Okay. Dann gehe ich vielleicht gleich mal auf die Suche. Ich habe sie in die Kiste getan, die ich hatte. Oh, dann habe ich sie doch. So schnell geht's. Ach so, dafür ist Popcorn. Na gut. Ah doch, genau, passt ja. Okay. Oh, ich brauche wieder Essen. Ah, das ist noch mehr Seeds. Ich habe sonst noch Seeds. Okay. Nee, also Seeds habe ich keine in der Kiste. Ja, genau, weil die habe ich noch. Gut, dann komme ich gleich mal zu dir. Ja. Auch wenn es Franz ein bisschen widerstrebt. Bewerf mich damit. Werf mir Samen ins Gesicht. Nein, das sage ich nie wieder. Das sage ich nie wieder. Ah. Da fehlt noch ein ganz klein bisschen Eisen. Ah, Pearl Piece. Doch, jetzt ein bisschen. Ich muss... Corn Seed. Mhm. Gut, das ist auch ein Seed. Das ist Futter, das ist ein Seed. Alles klar. Sehr gut. Okay. Wird angepflanzt, haben wir gleich. Da baut jemand Werkzeug vor meine Farm. Ja, irgendwo muss ich das doch aufstellen. Ja? Im Haus darf ich ja nicht. Ja, und sie eigentlich auch nicht. Mal aufstellen können. Ich bin gerade im Keller. Die Stimmung ist im Keller. So. Ja, was verfällt denn bald? Keine Ahnung. Schutz, stay fresh for a while. Ja, alles klar. Ach, kaum hat man das Mod nicht mehr drin, weiß man nicht mehr, wie lange das noch hält, ne? Das wusste ich auch mit Mods nicht. Ja, ich hatte da einen Mod, da hat es mir immer angezeigt, wie lange das noch geht. Ist praktisch, ne? Aber ist wirklich schön, dass es auf dem Planeten hier so viel regnet, dann können wir im Moment wirklich noch auf die Gießkanne verzichten. Da braucht sowieso jeder eine, damit das auch ein bisschen schneller geht. China hat da das, glaube ich, von den Bögen verteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ich habe bloß einen. Ich habe nicht genug Material für mehr. Den habe ich gekriegt, oder? Ja. Ja, die waren schon dann dabei. Ja, weiß nicht, wenn ich jetzt so durch die Gegend gehe und ein bisschen loote, macht das vielleicht Sinn. Ja, wo bist du denn? Nach links ist er gegangen. Er kommt zurück. Ja, gleich. Den Bogen. Ja. Schön an den Baum. Den Baum noch zu Ende fällen wollte, jetzt nicht gleich wieder zurückstürzen. Try the rainbow, taste Baum, the rainbow. Den ich übrig gelassen habe. Pflanze. Mehrere Bäume. Und dazwischen Zwischenräume. Buns. Hier unten. Wo ist er denn? Hier. Da hat jemand einen Clip getreppt. Na, soll ich dir was helfen, Roboter-Dame? Ich suche Eisen. Okay. Willst du dir einen Freund bauen? Aus da.
Nein, ich will eine Forge bauen. Oh, ah. Auf die 2. Natürlich könnten wir uns auch aufteilen, aber warum denn, ne? Das auf 1. Wer hat denn schon wieder das Licht hier ausgemacht? Dreck auf die 3. Da ist ein Abgrund. Mit Munition funktioniert er ja nicht, oder? Wenn ich das richtig sehe. Munition brauchst du hier keine. Nur deine Ausdauer. Genau. Oh. China lässt sich mit dem Seil runter und ich mach Flatsch. Ne? Der China soll aufhören, so intelligent zu sein. Seit ich weiß, wie die Seile funktionieren, kann ich nicht mehr ohne. Ich weiß, wie sie funktionieren, aber ich verweigere mich. Oh, da ist Sand. Das zählt ja nicht mehr als Sand, ne? Shit. Weil so richtigen Sand hier ist richtiger Sand. Den brauchen wir ja dann auch fürs Glas. Was machst du da? Ich wollte testen, ob du recht hast. Es hat Schwerkraft, aber es ist kein richtiger Sand. Das weißt du jetzt auch, ne? Ja. Okay, also es nur ist halt los, Sylt, von wegen, ich würde intelligent, wenn ich sowas mache, ja, also. Oh, hallo. Oh Gott. Also die spawnen aber recht schnell, die Gegner, ne? Ja. Mhm. Da wirst du auch, also die wirst du nie ganz los. In der Nacht ist sowieso immer am schlimmsten. Wenn du erstmal die richtige Rüstung, die richtige Waffe hast, dann machen die ja kaum noch was. Hier nicht. Blub. Die Roboterdame wird vollgespinnt. Ja, von einem anderen Roboter. Der gefiel mir überhaupt nicht. Ja, sind das wirklich Roboter, diese Teile? Sah zumindest so aus. Weil ich weiß immer noch nicht ganz genau, was das sein soll. Es sieht asiatisch aus, aber es ist nicht wie ein Hylottel, ne? Vielleicht sowas wie ein Einsiedlerkrebs. Dr. Seidberg. Seht mich an, ich bin Dr. Seidberg, Hausbesitzer. Ach. Okay, dann doch wieder das Schwert. Sag mal. Mama! Oh, Wasser, ich wohne jetzt hier. Es ist schön kühl und feucht. Okay, solche, du musst ein Zimmer weniger bauen. Ach so, alles klar. Bau mir mein eigenes Haus mit Blackjack und... ja, das musste ich zensieren. Und unter den Armen vom Affen ist es aber auch feucht. Ja, aber zu haarig. Das ist ja wie ein Urwald. Da verlierst du dich ja drin. Kann ich die nicht bauen? Das ist doch... Also ich habe die Anfänge des Lagers stehen schon mal. Gut. Das ist sehr schön. Ah doch, da muss ich es hinbauen, okay. Ah, Kohle. Und ein Lemming. Ah, China, erinnerst du dich noch an den Lemming, der bei uns die ganze Zeit mit dem Aufzug gefahren ist? Ja, der war lustig. Wir brauchen wieder so einen Lemming. Was ist denn hier? Auch noch das hier? Ja, also im Nachhinein betrachtet war es blöd von mir, dass ich vorhin die ganze Kohle weggegeben habe, weil dann konnte ich keine Fackeln mehr bauen. Und das passiert mir mit meinen 400 irgendwas Stunden Starbound. Ja. Nicht uns anderen. Ich hab noch keine einzige Fackel gesetzt. Ha. Der behältst du für sich selbst zurück. Der bunkert. Was soll ich machen? In Höhlen gehen und Fackeln setzen. Also, hier unten ist schon mal ein Teerbiom, so wie es aussieht. Was? Wir haben Teer? Ja. Biome gibt's auch. Ja. Na, die spawnt das Holz schön, ist voller Blut. Wie war die Frage, Jollum? Die spawnt das Holz irgendwann? Wenn's auf dem Boden rumliegt? Mhm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich immer alles aufsammle und in Kisten packe. Geht mir so ähnlich. Ich glaube, eine Stunde kann's liegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Alles klar. Ne, ich hab's jetzt eingesammelt. Bin ich halt wieder runtergesprungen. Sollte das ein Liedchen werden? Das war ein Lied. Ah, jetzt kann ich einen Teerball craften und Leute damit bewerfen. Cool. Also was heißt Leute? Die arme Pflanze. ja, bei dem Affen wäre das aber nicht so toll. Das bleibt doch in den Haaren hängen. Da müssen wir dich rasieren, dann siehst du aus wie so eine chinesische Nacktkatze.
Igel. Dann sehe ich aus wie der Hilottel. Was? Der will das schon. Dort, wo ich herkomme, bin ich ein hochgeachteter, sehr schöner Mann. Ja, die Karpfendame hat schon oft einen tollen Blick auf mich geworfen. Wir sind aber nicht da, wo du herkommst. Da, wo du herkommst. Bikini Bottom. Ist auch, ja, genau, der Schwamm, das Lustigste, was du sehen wirst. So. Oh, ich hab Gold gefunden. Und Knochen. Gold. Oh, ein Seil. War nicht schon wieder die Viecher. Ich hab keine Fackeln mehr. Die Viecher schon wieder. Können wir schon, hat schon jemand Glas gemacht? Nein. Nö. Aber wir haben Sand eingesammelt. Genau. Beziehungsweise unser Fisch hat Sand eingesammelt. Das ist ganz gut. Wo ist der? Unter der Erde. Also ich bin ja schon tief und der ist noch weiter. Ja, aber ich kann mich ja schnell zurückbeamen. Nö. Wie das dann von unter der Erde? Da wo, wenn du noch nicht tief genug bist, da wo im Hintergrund nichts ist, okay, ich bin aber zu tief. Ja, dann. Wie kann ich denn mich einfach so teleportieren? Guck mal rechts, das unterste Symbol. Unterm Manipulator. Aua. Ja. Du musst halt am besten an der Oberfläche sein. Kurz alles klar. Sehr nah. Ja, guck gleich mal, wenn dieses Viech hier mal weg ist. Aua. Wie redest du denn von dem Affen? Was für ein Affen? Ach, den meintest du nicht mit dieses Viech? Nee, hier gibt's keine Affen. Hier gibt's nur Suhl. Noch viel unzivilisierteres. Hey! Oh, eine Teerkiste. Mhm. Ihr lootet da unten und ich muss euer Haus bauen, oder was? Wir können auch tauschen. Ein Manipulator-Modul. Was, ein Mini-Playback-Modul? Manipulator-Modul. Ach so. Mini-Playback-Show mit der Reike Amadu. Reike Amadu. Und ich bring dem Guten dann mal noch ein paar neue Blöcke mit. Dem Guten? Er nennt einen von uns den Guten? Wer ist denn der Gute? Ja, Fisch kann's nicht sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Mobbing! Kann's ja auch nicht. Was? Und da ich nicht von mir spreche, kann's ja nur einer sein. Da unten leuchtet was blau. Was ist das blaues Licht? Was tut es? Nee, also es ist mehr so ein Symbol. Ah, oh, das ist, sind die... Challenge-Store, ne? Ja. Alles klar. Das sind so Jump'n'Run-Herausforderungen. Da kannst du tolles Zeug finden oder Scheiße. Und dann natürlich dabei draufgehen. Jump'n'Run, jawohl. Wo ich das so schön nicht hinkriege. Du kannst es auch Platforming nennen. Dann. Das macht's, glaube ich, nicht besser. Nee, nicht wirklich. Yay, Kupfer. Jetzt kannst du jemand abkupfern. Ja, und genau deswegen lieben wir diese Schenkelklopfer. Es tut weh. Tief im Inneren, nicht im Kopf, aber so im Herzen. Dann hau nicht so doll, dann tut's auch nicht so weh. Kohle. Ah ja, Kohle habe ich gerade gefunden. Gutes Stichwort, mir sind nämlich die Fackeln wieder ausgegangen. Ich brauche keine Fackeln. Einfach. Ich benutze einfach deinen Trick 17. Taschenlampe? Nee. Hat eigentlich wer auf die Aufnahmezeit geachtet? Ja. Bei 56 Minuten. Also ich nehme ich mache zwischendurch Start und Stopp. Ach so. Entschuldige mich hiermit auch schon mal für die ruckeligen Übergänge, aber. Das ist halt so, ne? Das ist jetzt das erste Mal. Bei Jollum bin ich anders gewohnt. Das ist ja halt so bei mir. Wenn ihr sanftere Übergänge wollt, dann guckt bei den anderen. Ja, ich versuche mich ja mit den Übergängen so ein bisschen an dir zu orientieren. Keine Ahnung, ob wir uns dann absprechen oder so. Achso, weiß ich nicht. Oder wir machen es einfach wie im Pyreon. Oder, halt ja, freie Schnauze, 20 Minuten, 25 Minuten. Genau, also ich habe jetzt immer so nach 20 Minuten ungefähr gestoppt. Na, wir kriegen es auf jeden Fall irgendwie hin. Ja. Wir machen das ja jetzt nicht erst seit gestern, ne? Ich weiß ja nicht, ob wir die parallel veröffentlichen wollen oder einfach irgendwie. Na, parallel wäre schon praktisch, aber muss man halt immer gucken, wie es zeitlich klappt und so, ne? Hauptsache, die Videos kommen. Genau. Ja, sonst hatte ich halt gedacht, dass ich das dann immer abwechselnd mit dem Pyreon mache, wenn wir die beiden Spiele jetzt hier im Stream immer abwechseln. Mhm. Das dann ein. Also, ich hau die ja bei mir immer täglich raus. Dann können wir ja quasi eigentlich auch schon sagen, so alle zwei Wochen gibt's dann donnerstags, wenn es denn klappt, also wenn wir den Rhythmus beibehalten können, gibt's Starbound und dann Empyreon immer im Wechsel. Genau, ja.
Genau. Ich meine, beides ist ja eigentlich ein Galactic Survival, ne? Von daher. Das ergänzt sich. Und Starbound ist in der letzten Zeit sogar noch galaktischer geworden, als es eh schon war. Ja. So kann ich dich jetzt da abschießen. Ach, ich bin gespannt auf diese Zufallsbegegnungen. Auch wenn von uns bestimmt noch keiner das Ganze gesehen hat, was da alles neu hinzugekommen ist. Nee. Ich glaube, das ist eher so Richtung Endcontent, oder? Nee, nicht nur. Oh, dann da sind neue Dungeons und so weiter hinzugekommen und Kram. So, ich lege jetzt mal ein bisschen Zeug ab und gehe auch unter die Erde. Okay. Das Erdgeschoss ist fertig und das Lager ist auch ein bisschen so weit. Ich habe furzig schlecht gelaunten Cousin getroffen, der hat hier mal abgegast. Lass den, wo der ist. Ja, ich habe ihn kaputt gemacht. Jetzt hätte ich gerne Granate. Der will mich doch nur begraben unter der Erde. Gibt's hier Granaten? Ja. Also so Bömpchen und so weiter, die du schmeißen kannst. Das und Granatwerfer gibt's und Raketenwerfer und. Hey, Raketenwerfer machen Spaß. Das wäre jetzt genau das Richtige. Ja, China, ich verstehe schon. Ich weiß genau, was du wieder machst, wenn du wieder deinen Multiraketenwerfer kriegst. Oh mein Gott. Ich weiß, wer schon Kisten gefunden hat, der kann sie da unten reinbauen. Warte mal, bevor du wegrennst. Los, hüpf zur Seite. Genau. Ach, verdammt. Du hast deinen Tempel abgebaut? Nur ein paar Blöcke. Ja, was soll ich jetzt damit? Ich wollte gerade unter die Erde. Ich hab keine. Ich wollte das Konzept ernst. Ach so. Schade, dass man die Viecher hier nicht einmauern kann. Doch, kannst du. Also, ja. Ja, stimmt, so kann ich es auch. Also, du aua, darfst halt nicht direkt anvisieren. Jetzt kommen sie doch hoch. Aua. Aua. Das klingt gut, aber er ist noch nicht tot. Ich sehe noch eine Lebensanzeige. Ja, bis ich einmal die Waffe gefunden habe. Eigentlich wollte ich ja auch neue Pflanzen suchen, damit die Farm noch ein bisschen wächst, ne? Und jetzt. Das passiert mir bei Starbound ständig, ne? Das ist halt dieses Looten wieder. Genau wie bei Empyrean oder bei Dying Light oder überhaupt überall. Da siehst du dann Erze, ne? Wir würden niemals looten. Was essen? Popcorn. Oh, Essen. Gut, dass du es sagst. Das blinkt ja schon wieder. Das müsste eigentlich ein Piep, Piep, Piep die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, aber ich ignoriere das. Das ist nicht unbedingt allzu gut fürs Überleben. Tja, das ist wie ein Wecker morgens, ne? Der klingelt auch scheiß drauf. Es gab doch noch eine andere Möglichkeit, als die Sachen nur in die Schnellleiste zu legen zum Essen, oder? Ja, aus dem Inventar raus, also anklicken und rausgehen und dann linke Maustaste. Ah, scheiße. Jetzt hätte ich mich fast gekillt. Hab jetzt fast nichts mehr zu essen. Immer wieder zurückkommen. Ja, vielleicht ist ja schon was gut und dann kannst du dir einen Maiskolben über dem Lagerfeuer grillen oder so. Ich habe noch eine Dose übrig. Ravioli? Ich habe auch noch eine. Ach wohl, stimmt, die Dose habe ich noch. Dann geht's ja noch. Jetzt hast du das. Es war genau einmal Weizen fertig bisher. Ui, ha. Oh, ja, das wird mit der Zeit halt mehr. Das ist ja klar. Der Anfang das Blöde ist bloß, aus dem Weizen kann man nichts herstellen. Doch, da müsste doch Brot gehen, oder? Popcorn? Oh, nee, Popcorn. Weizen. Nicht Mais. Brot. Dafür brauchen wir, glaube ich, die höhere. Ach so. Ah, ja, und die haben wir natürlich noch nicht. Nee. Warum nicht? Ich habe alles hergestellt, was wir an Crafting-Sachen herstellen können. Oha. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Tungsten, Glas und Silber. Silber? Tungsten gibt es doch hier noch gar nicht, oder? Ja. Da müssen wir, glaube ich, Planet weiter. Aber wir wollen doch den Mentos-Table aufwerten. Für bessere Herstellungssachen. Nicht so wie ich in Staffel 2, ne? Warum kann ich das nicht bauen? Scheiße, da ist ein Upgrade-Knopf. Ah! Ach ja, übrigens, dieses komische Powder, was du suchst, dieses Orange. Das Volatile Powder, ja, ich weiß, das kann man finden auf zum Beispiel Lavaplaneten und so. Nein, du kannst es aus Ding machen, aus den Energy Cores. Ah. Aus den Orangen. Jetzt hör auf, dem noch was beizubringen. Nachher wird er noch gut. Was? Nee, das habe ich irgendwo gesehen, aus Versehen. Aus Versehen? Aus Versehen. Ich wollte nicht, aber meine Augen haben geguckt. Ich weiß auch nicht, wo ich das gesehen habe. Keine Ahnung. Ach Mensch. Du schon wieder.
Das war für meine Großmutter Anna. Nachname Anchovy. Anna Anchovy. Das ist ein gebräuchlicher Name bei uns. Sehr lecker. Oh. Oh, au, au. Aua. Aua. Ich glaube, es hackt. Ja, nicht schon wieder. Aua. Es gräbt. Oh, es gräbt. Wupp, wupp. Ja, kommt runter, ihr Viecher. Ja, ich spiele heute ein bisschen auf Risiko. Wieso kannst du so schnell schlagen? Das ist der zweite Angriff. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste mit der Waffe. Jetzt hat mich das Ding doch noch erwischt. Das hätte ich dir vielleicht am Anfang schon erzählen sollen. Ja, nur vielleicht. Oh, da unten ist ja was. Das ist aber das verbraucht Energie und die muss ich dann erst wieder aufladen. Oh, Angriff von hinten und von vorne. Sag mal, wir sind doch hier nicht beim Erwachsenenfilmdreh. Nicht? Noch nicht. Ich dachte. Zeig uns deine Knospenpflanze. Die will ich nicht sehen. Juchi, juchu, juchheißassa. Wir haben angefangen, unsere Umgebung zu erforschen. Viel Beute ist noch nicht dabei rumgekommen, aber ja, das kommt noch. Ich meine, das hier ist der Startplanet. Da gibt's eben nicht so viel Tolles zu finden. Ich denke, in absehbarer Zeit werden wir dann, wenn wir diesem Weg weiter folgen, auch unsere Kernfragmente haben, die wir brauchen, um natürlich auf den Außenposten zu kommen. Was unsere Charaktere hier ja noch gar nicht wissen, aber was wir aus dem Singleplayer-Let's Play kennen und so, ne? Mir kraut's schon ein bisschen vor dem Tag, an dem der China wieder einen Multiraketenwerfer findet, denn ich weiß, dass er die ganze Zeit auf mich schießen wird. Die anderen Ziele sind ja nicht so toll wie ein Fisch, wenn man den zersprengt. Da gibt's überall so kleine Sardellenstückchen. Vielleicht steht er ja da drauf, was weiß ich. Franz verweigert sich auf jeden Fall dagegen, Fischgeschnitzeltes zu werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten bedanken. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Starbound.